Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Korsex 3. Die nächste Mission Krieg im Norden. Wir machen mal den Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen höher. Der litauische Gegenangriff schlug fehl und der Zar nahm seine Kampagne wieder auf. Die unaufhaltsame russische Armee stieß weiter in das Großfürstentum Litauen vor und nahm Festung um Festung ein. Als sich die Moskauer Vilnius näherten, versuchten die Truppen von Janosze Radziwill die Stadt zu verteidigen, jedoch ohne Erfolg. Die Hauptstadt des Großfürstentums wurde belagert und eingenommen, gefolgt von Grodno und Kaunas. Trotzdem setzen sich die Litauer weiterhin verzweifelt zur Wehr. Da es ihnen nicht möglich ist, die Hauptstreitmacht der Moskauer direkt anzugreifen, setzen sie ihre Hoffnung auf schnelle Überfälle hinter den Linien. Die Versorgung der Truppen verläuft entlang der Kommunikationswege, die sich auf ein Netzwerk von Festungen stützen. Während die Truppen vorrücken, werden diese Wege länger und zunehmend schwieriger zu verteidigen. Mit Flankenangriffen hoffen die Litauer, die Moskauer Kommunikation zu durchschneiden. Sollten sie erfolgreich sein, wäre die Armee des Zaren ohne Vorräte und Schießpulver zum Rückzug gezwungen oder dem Untergang geweiht. Euer Auftrag, die Flanken zu sichern, ist von größter Wichtigkeit. Dies zeigt, wie sehr euch der Zar vertraut. Die Augen nach litauischen Magnaten offen zu halten, ist jedoch nicht eure einzige Pflicht. Die russischen Erfolge erregen die Aufmerksamkeit der Anrainer. Die Schweden beobachten die Ereignisse in Litauen. Sie beobachten und fragen sich dabei, welchen Vorteil sie wohl aus diesem Krieg ziehen können. Ist dann die letzte Schlacht die Schlacht gegen die litauische Hauptstadt? Oh mein Gott, sind hier viele. Die Armeen des Zaren ist der Offensive. Moment. Die Armeen des Zaren ist in der Offensive und man hat euch den Befehl erteilt, ihre Nordflanke zu beschützen und eine regelmäßige Versorgung an Vorräten für den Zaren zu gewährleisten. Ihr müsst in regelmäßigen Abständen Nahrung, Kohle und Eisen einsammeln und flussabwärts senden. Ansonsten kann die russische Armee nicht mit ihrem geplanten Vorstoß fortfahren. Örtlich litauische und polnische Magnaten werden euch ständig ein Dorn im Auge sein, also drängt sie entweder zurück oder erobert ihre Ländereien. Schweden ist nicht in diesem Krieg beteiligt, ihr dürft also keinen Schritt in die Ländereien setzen. Also in die schwedischen. Machen wir erstmal nicht die Nahrungsmittelproduktion, sondern kümmern wir uns darum, dass die Minen erstmal gesetzt werden. Na, ich hätte vielleicht erstmal ein zweites Stadtzentrum bauen sollen. Egal, passt schon. Kommen jetzt noch genug Leute, die können helfen beim Aufbau. So, haben wir schon irgendwas, womit wir produzieren können? Gerade nicht. So, Gold könnte aber direkt ziehen. Mehr bauen. Ich glaube, der eine baut nicht. Ich sehe auch schon, die Position ist nicht das Geilste. Obwohl natürlich, ich bin in der Ecke schon gut, aber dennoch. Dann bauen wir direkt noch ein Stadtzentrum. Umso schneller bekommen wir unsere Arbeiter ausgebaut. Auf eine ansehnliche Menge, damit sich das alles auch lohnt. So, ihr könnt den Schmied aufbauen. Moment, ihr könnt auch die Mine hier unten fertig bauen. Da fehlt noch einer zum in die Mine rein. Dann haben wir 6, die können wir jetzt auf Farmland setzen, beziehungsweise jetzt ins 9.
Jetzt geht das ruckzuck mit dem Ausbau. Die nächsten drei helfen weiter beim Bauen. Ihr könnt schon mal die Farmwerkzeuge aufbauen und eine Baracke muss her. Damit wir auch mal mit der Produktion von Truppen anfangen können. So, die drei gehen wieder auf die Farmgrund. Macht erstmal Piken. Dann die Akademie. Hier vorne können wir Stein abbauen. Ich habe jetzt noch keine Holzproduktion oder Steinproduktion. Und hier könnten wir, oder? Ach komm, wir nehmen den Wald dann schon, der hier direkt anliegt. So, wie viele seid ihr? 9 Stück. Das passt schon. Rein da. 7.900 Eisen. 11.100 Gold. So, 12 Holz. Da sind die nächsten 3. Dann aber 15 auf Holz. Jetzt machen wir die nächsten 15 auf Stein. So, ihr drei erstmal hoch. Baut hier ein Storage, ein Lager. Akademie braucht noch ewig, weil Akademie einfach lange braucht. Hehehe. Marktplatz brauchen wir am besten hier hinten in der Ecke. Na komm, machen wir die schon mal auf die nächsthöhere Stufe. So, ihr drei könnt jetzt Stein abbauen. Ihr drei auch. Nochmal 3. Da kommen die nächsten 3. Und gleich sind es 15. Wie sieht es aus mit Bevölkerung? Ach, 310 sind offen. Beziehungsweise wir haben gerade mal die Hälfte unseres Bevölkerungslimits erreicht. Da müssen wir noch keine Häuschen bauen. So, dafür auch 15 jetzt. Es ist jetzt an der Zeit, Vorräte an die Armee des Zaren zu senden, Meister. Gib bitte den Befehl, ein Schiff mit 1000 Nahrung, 5000 Kohle und 5000 Eisen zu bemalen. Zu bemalen. Na gut, so soll es sein. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man es vorher weiß. So, der ist hier oben fertig. Dann werden wir jetzt auf knapp 30 Nahrung aufstocken, aber auch eine weitere Mühle setzen. Also 30 Leute, die Nahrung abbauen. Schön, sind genau 30 jetzt. Das können wir auch schnell erforschen. Ich lege den mal auf die 0.
Ja, kommt noch alles. Oh, ich werde angegriffen. Habt keine Angst, zieht euch ein bisschen zurück. So, jetzt könnt ihr die erschießen. Wenn es denn klappt. Ach du Scheiße. Die sahen gar nicht nach so vielen aus. Aber jetzt weiß ich, von welcher dämlichen Ecke die kommen. So, zweite Baracke hochziehen. Ach du Scheiße! Ach Leute, wie soll ich denn darauf reagieren? Ist das jetzt wie so ein Multiplayer-Battle? Weil die verhalten sich halt so wie im Multiplayer-Battle. Einfach Einheiten spammen und angreifen. Ja. Geht weg, ihr Dämlichen. Ach, die haben meinen Schmied eingenommen. Ja, da verliere ich meine Leibeigenen. So. Und das war ja schon mal ein richtig beschissener Try. Ach du Scheiße. Das hätte ich ja wissen müssen. Dann kriege ich russische Truppen geliefert oder was. Mal sehen, wo der letzte Autosave war. Nirgendwo? Oder warum lädt er jetzt nichts? Lad das doch. Es ist doch alles gut. So klappt's dann auch. So, da sehen wir die Idioten schon kommen. Na, lässt du die auch an Land oder sind die einfach nur zum Gucken? Was für ein Bullshit, ey.
Geil. Voll. Ah, jetzt macht das, glaube ich. Da kann ich doch eigentlich auch schon wieder die Stelle laden. Ohne Witz. Leg doch dieses scheiß Schiff einfach an die Seite. Es kann doch nicht sein, dass ich da auf dem Schiff, beziehungsweise am Fluss, hoch und runter am Klicken bin und das dämliche Ding einfach nirgendwo an Land gehen will. So, zum Beispiel. So, ihr alle zurück. Ihr seid eh stärker, wenn ihr auch mal ja, den Kack mit reinnehmt. Dann alle Leute, die wir noch so übrig haben, dahin. Du kannst jetzt die Sachen ausladen. Aha. Jetzt zieht der sich an zurück. Das sind noch nicht alle Truppen. Und der hat jetzt auch nicht angegriffen. Komisch. Kommt jetzt doch? Oh, jetzt kommt da hinten der andere. So, Vorsicht. Jetzt sieht alles gleich viel besser aus. Was auch immer. So, nicht den Trommler, wir brauchen den Offizier. Dann können wir auch eine 72er Reihe machen von unseren Musketenschützen. Und sind dann erstmal ein wenig geschützt, Gott sei Dank. So, Geologie mal eben fördern. Dann machen wir den hier auf Guard, auf den Trommler. So, da ist unsere nächste Truppe fertig. So, da stehen 27, die werden wir noch für Nahrungsproduktion einsetzen. Plus 3, die jetzt noch irgendwo herkommen. So, da sind die 3. Sind die Kasernen so günstig oder vertue ich mich gerade total mit dem Ausbau von denen? Moment, Holzabbau. Nicht Mine. Ja komm, das schafft ihr ja wohl. Kommen die jetzt von überall? Na komm, ihr seid 72 Schützen. Ja, ich habe zu wenig Leute, die Holz abbauen.
Ich muss die Produktion von Eisen etc. beschleunigen. Oh, es kann nicht sein, dass wir... die dämliche Mühle verloren haben. Ja, jetzt sprengt er die. Oh, ich hasse das bei der KI, weißt du? Greift er mich gerade mit meinen eigenen Bauern an? So, 43 können da abernten. Wir haben 28 auf Holz, wir haben 12 auf Stein. Jetzt wieder 15 auf Stein. Ihr macht das schon. Und wenn nicht, dann sind wir halt verloren. Schön. Der König von Schweden hat selbst ein Auge auf einen Teil des Staatenbundes geworfen. Wir haben die Litauer besiegt und jetzt wollen die Schweden ihre Ländereien erobern. Sie würden alles tun, um uns vom Meer fernzuhalten. Was sagt der Zar dazu? Keine Ahnung, auf jeden Fall kriege ich gerade erstmal wieder Truppen geschenkt. Oh Scheiße, wir brauchen Wohnplätze. Also weg da. Das ist natürlich der Nachteil, wenn ich hier Truppen geliefert kriege, ne? Das sprengt dann erstmal den Platz. Aber ich brauche die weiter vorgezogenen Minen. So, da können die Tataren hin. Sind ja Bogenschützen. Mit Brandpfeilen. Ihr könnt da unten hin. So, Steinabbau noch effizienter machen. Obwohl, nee, das kostet so viel Kohle, da kann ich nachher die Armee vom Meister nicht beliefern.
Das mag mich zwar jetzt ein paar Bäume gekostet haben, aber scheiß drauf. So, ihr könnt auch ein Stück vor. Ihr auch. Wir beanspruchen jetzt unseren Teil hier. Die Eisenmine und die Goldmine soll uns gehören. So, nahrungstechnisch haben wir jetzt nie ein Problem, denen das alles zu liefern. So, ausladen die Ritter. Tatare sind einfach zu schwach. Ach, Kacke, jetzt da nicht. Die haben. Ne, die kamen an die Mine nicht ran, oder? Ne, die Mine nicht. Die Mine ist auch safe. Was hat denn, was ist denn jetzt gerade explodiert? Ich weiß es nicht. Und die Kohlemine da oben brauchen wir auch noch. Und die Goldmine auch direkt mit. So, damit das mit der Mauer gut funktioniert, müssten wir den hier erforschen. Ein Brief des Zaren informiert euch darüber, dass Johann Kasimir von Polen von jetzt an ein Verbündeter ist und dass die Schweden zum Feind erklärt wurden. Jedoch ist der Erfolg Schwedens unumstritten und der Staatenbund steht kurz vor dem Kollaps. Um zu retten, was noch davon übrig ist, hat der Litauer Hetman Radziwill die Seiten gewechselt und wurde als schwedischer Vasall zum König gekrönt. Seine litauischen Unterstützer werden jetzt für die Schweden kämpfen. Ihr müsst jetzt gegen die Schweden und Litauer zugleich kämpfen. Bitte was? Wer ist jetzt mein Feind? So, das ist mein Feind, die Schweden im Norden. Beste daran ist, wenn ich das richtig sehe, die haben nur zwei Bereiche, wo die runterkommen könnten, um mich zu ärgern. Einmal könnten die rechts laufen und einmal links. Dann werde ich ja wohl auf beiden Seiten gut gemanagt kriegen. Bei den Litauern ist das auch so, dass die hier so einen Engpass haben, wo die rauskommen, wo die Goldmine ist. Und hier in der Mitte ist der Pole. Der jetzt aber nicht mehr. Doch, der ist auch Feind. Sollte der Pole jetzt nicht ein Verbündeter sein? Und die sind auch Schweden. So, aber hier stelle ich mich einfach in die Brücke, dann kommt da schon mal nichts mehr rüber.
Ah, das ist der Pole, mit dem ich jetzt verbündet bin. Okay. Gegen die haben wir ja bis jetzt immer gekämpft. Ne, dann ist gut. Dann habe ich da unten, nach da unten ja schon mal meine Ruhe. Und ja, wir haben nicht genug Wohnplatz. Kümmern wir uns nachher drum. Drei, vier, fünf. Boah, brauchen die echt so lange, um hier eine dämliche Mauer hochzuziehen. Haltbarkeit erhöhen der Türme, das bringt mir jetzt gerade auch nichts. Verwendet neue Baumaterialien, Haltbarkeit der Gebäude erhöht. Fregattenbau bringt mir jetzt auch nichts. Ich dachte, dadurch wird das relativ schnell gehen. Also laufen die Polen hier über die Brücke und denken, die können Litauen da besiegen an der Stelle. So. Ihr sollt mal hier rechts oben weiteres Lager bauen. Die Goldmine ist ja unser. Die Kohlemine sollten wir auch erweitern. Dann die Eisenmine erweitern. Dann sollte es auch gut hinhauen, den Chefe immer wieder zu bezahlen. Nicht irgendeine Möglichkeit, die Rekrutierungszeit zu verkürzen von denen. Das ist eine Sache, die würde ich mir echt wünschen. So, die brauche ich ja nicht mehr. Da haben wir 15 stehen, die können wir gerne auf Stein ansetzen. Genau, hier oben haben wir ja ein paar, auch nochmal 15, die können wir auf Holz ansetzen. Und jetzt müssten wir noch, haben wir hier unten noch einige. Die kümmern sich gerade mit um nichts. Und dafür brauchen wir eigentlich nur noch Gold. Stattdessen, ach komm, ihr macht auch Holz da oben. So, weiter kann ich mir nicht leisten wegen dem Holz. Das Artilleriedepot kann ich aber bauen. Ich glaube, das hier vorne wird halt nicht viel Defense sein. Ich brauche nur ein bisschen Kriegsmaschinerie. Und dazu kommen wir, stoppen mal den Ausbau von weiteren Bauern.
Einen Markt habe ich gebaut irgendwo schon, ne? Na, ist auch egal. Drei, vier, fünf wieder. Übrigens, ich halte immer... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Shift oder STRG, um den Ausbau so zu machen, dass die nacheinander sind. Und 5 ist übrigens das Maximum, was ihr am hintereinander bauen könnt. So, ihr könnt 8 sein, ihr seid 7. Können wir die Mörser ausbauen? Ich sehe gerade hier oben, ist ja eigentlich nichts.